Die Stadtwerke München bauen den Bestand an Werkswohnungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter massiv aus. Hier an der Hanauer Straße entstehen 118 Wohnungen. Vom Single-Apartment bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung ist alles dabei. Mit Werkswohnungen punkten die SWM nicht nur im Wettbewerb um gute Auszubildende und Fachkräfte, sie sorgen damit auch für Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt. Wir haben uns vor Jahren schon dafür entschieden, wir wollen unsere Werkswohnungsanzahl faktisch verdoppeln. Wir haben heute 500 Werkswohnungen, wollen es in dem ersten Schritt auf mehr als 1000 und dann in einem weiteren Schritt bis zum Jahr 2030 nochmal weitere 2000. Also ich habe heute Morgen auch hier gesagt, 2030 werden wir für knapp 9000 Köpfe unserer Mitarbeiter mehr als 3000 Werkswohnungen haben. Das ist eine Hausnummer. Am Werkswohnungsbau der SWM sollten sich andere Münchner Firmen ein Beispiel nehmen, findet Oberbürgermeister Dieter Reiter. Es wäre schön, wenn sich auch die großen Unternehmen das Thema aus Werkswohnungsbau wieder annehmen würden und entweder Anteile an Genossenschaften kaufen, Genossenschaften gründen oder selber Wohnungen bauen lassen. Ich glaube, es wäre aller Ehren wert, wenn große Konzerne für einen Teil ihrer Belegschaft, wenigstens für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so gut verdienen, auch für Wohnraum sorgen würden. Es wird uns helfen in München, die Wohnungssituation für diejenigen, die dringend eine bezahlbare Wohnung brauchen, zu entspannen. Insgesamt entstehen hier auf dem künftigen M-Quartier in Moosach Wohnraum für 2000 Menschen sowie Schulen und soziale Einrichtungen. Die SWM investieren in ihre ausbauoffensive Werkswohnungen bis 2022 mindestens 120 Millionen Euro.